So Leute, willkommen zu diesem kleinen Video. Und zwar stelle ich heute mal ein kleines Tool vor, wie man Warnung gegen Frost Nation macht. Der Grund, warum ich dieses Video jetzt release, beziehungsweise dieses Tool release, zu Turek sein PC ist kaputt und Sankun spielt sowieso nicht mehr aktiv MCPE, beziehungsweise spielt er Valorant. Und MCP ist sowieso ein scheiß Game. Und ja, deswegen release ich jetzt dieses Tool. Also, was man jetzt machen muss, also ihr müsst natürlich einen neuen Account erstellen, ist ja klar, wenn ihr gebannt wurde, dann müsst ihr natürlich einen neuen Account erstellen. So, dann geht ihr auf Einstellungen, Profil, anmelden. So, ich habe das gerade gemacht, jetzt muss ich auf Konto wechseln gehen und ihr müsst ein neues Konto erstellen. So, dann gehen wir jetzt auf Erstelle ein Konto. Wie alle natürlich wissen, bin ich auf Frost Nation gebannt. So, dann geben wir jetzt irgendetwas ein, es ist scheißegal, was ihr eingibt, wir brauchen diesen Account sowieso nur für Frost Nation. Außer wurde es halt auf einen anderen Server gebannt. So. Und dann könnt ihr natürlich eingeben, was ihr wollt. Gibt einfach irgendwas ein. Ich mache mir jetzt nicht die Zeit, hier alles einzugeben. So. Müssen wir natürlich dieses Capture machen. So. Das dauert jetzt natürlich ein bisschen, weil, keine Ahnung, Digga. So, merkt euch diesen Namen Zukunft. Einfach like. So, jetzt haben wir diesen Account erstellen. So, Zukunft. So, kann man natürlich einfach nachgucken, indem man hier auf Anmelden klickt, da unten links und dann wird hier der Name angezeigt. So, das heißt, ihr seid verbunden mit eurem neuen Account. So, Zukunft heiße ich. So, ihr merkt euch jetzt diese Zahlen. A3BE. So, passt perfekt. So, dann starten wir das Tool, was ich euch natürlich in der Videobeschreibung verlinkt habe, so nett wie ich bin. So, wir geben hier 1.18.1.18, also 1.18, 1.18, genau gleich. So, perfekt. Dann starten wir wieder Minecraft. So. So wie ich das immer mache, ich warte einfach bis es über 44 ist. So, jetzt change ich beides. So, habt ihr euch die Zahlen gemerkt? Wenn nicht, dann spult ihr jetzt einfach zurück, Digga. Ich hab's mir selber nicht gemerkt. So, 1CBE, das passt perfekt. So, dann gehen wir jetzt auf Rush Nation. Weil Rush Nation natürlich so ein guter Server ist mit dem besten Bannungssystem. Das sage ich euch so, wie es ist. No cap. Oh mein Gott, was ein Wunder, wir sind auf rushnation.net gejoint. Oh mein Gott, Digga, der beste Server auf diesem ganzen scheiß Planeten, Digga, nicht Spaß, Digga, so ein Kotz-Server, Digga. So ein Müll-Server mit dem größten scheiß Drecks-Teamland, die es jemals auf diesem Planeten gegeben hat. So, wir sind hier auf rushnation, wir können machen, was wir wollen. Wir können cheaten, wir können spielen, wir können Bannungen machen, wir können beleidigen, wir können die Teamler abfacken, wir können alles mögliche machen. Einfach auf diesen Server spielen, beziehungsweise egal auf welchen Server ihr einfach spielt, Digga, das geht so gut wie auf jeden Server. Außer Fryzer, da habe ich keine Ahnung. So, auf jeden Fall, ihr braucht kein VPN dafür. Nach diesem Video wird wahrscheinlich Rush Nation die IP mitbannen. Das heißt, es wäre optimal, wenn ihr eine VPN beziehungsweise eine dynamische IP habt. Wenn ihr keines von beiden habt, dann seid ihr wohl in den Arsch gefickt worden. So, ich schließe jetzt wieder dieses Spiel, weil ich keinen Bock mehr habe. Es bringt bitte wieder auch nichts, mich auf Discord voll zu spammen. Grüße gehen auch los an Lollis Klo. Weil ich nach diesem Video sowieso wieder Discord deinstalliert habe. Ja, das war's eigentlich. Haut rein, verreckt den Scheiße.